Lehrling stellt böse Fragen, Episode Nummer 3. Und dieses Mal, glaube ich, wird es das Schlimmste, denn wir warten auf den Lehrling. Herr Lehrling. Stift. Du sitzt nicht auf deinem Stuhl, weil der Stuhl geht da nicht durch. Falls nicht aufgefallen ist, wir haben 10 Motorrad da herinnen gerade. Du hast einen Hocker. Du hast einen gesunden Rücken. Du bist nur unter 18. Da haben wir noch einen gesunden Körper. Mit 25 baut man ab. Nicht davor. Wo ist mein Clipsel, Herr Kameramann? Wir haben ja zwei. Steck das einfach an. Nein, ich brauche schon Clipsel. Nur am Nörgeln. Stift, du hast nur keine Probleme. Du kannst nur nörgeln. Ich habe viel Probleme. Das ist Generation Z. Dann mache ich auch Moderation, oder? Darf ich schon? Versuch. Kann ich schon? Versuch's. Bist du deppert, der Laptop? Ja, da ist ein professionelles Video am Rendern. Bist du deppert, der explodiert gleich. Brauch einen neuen Mac? Hab ich schon gesagt? Ich hab halt ein Nass-System gekauft. Du weißt, was das kostet, oder? Ich bin arm jetzt. Budget beendet dieses Jahr. Er hat ein bisschen Zeit gehabt, mit allen zu sprechen. Und die Episode ist ein bisschen später. Und dementsprechend, glaube ich, werden die Fragen interessanter. Ich weiß wie immer nicht, was er für eine Frage stellt. Der Simon ist jetzt sein erstes Jahr bei uns und im November geht es ins zweite Jahr. Also er kennt schon ein bisschen was. Und Simon, ich habe gehört, das hat richtig fiese Sachen. Mama. RIP. Nee, wir fangen mal mit dem Leben an. Das ist okay. Wir sind mal Lip. 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 Walla Lip. Oh Gott. Was war dein peinlichstes Video, das du je hochgeladen hast? Julian, was war unser peinlichstes Video? Komm an, du tanzt schön mit der Kamera. Jetzt soll mal. Komm, das ist das Erste, was mir einschüttet. Ah, ja. Oh no. I hope I don't fall. Peinlichstes Video. Erstes Pressemotorrad ausgeliehen. Husqvarna Simulans Enduro. Und erst mit Fett auf die Fresse geklickt, weil Kupplung schnetzen ablassen und einfach hinten Überschlag gemacht habe. Scheiße! 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 Gibt's das Video noch? Ja, sicher gibt's das Video noch. Und das geilste Video noch. Verlinkt. Das geilste Video noch Fluch. Und noch geiler ist es, was nicht auf Video ist. An dem Tag, genau bei der Stö, wo ich gewartet habe auf den Schulz, dass mein Hänger kommt, sind die Leute gekommen, also sind Leute zu mir stäbeln, so Mobilfahrer und stäbeln. Hey, bist du nicht der Domtour? Und die war einfach nur so, Alter, bitte geht's. Das ist mir so peinlich gerade. Ja. Wie viel Kameraequipment hast du und wie teuer war es? Aktuell haben wir zwei Sonys, dann haben wir das Weitwinkel, dann haben wir das Tele, dann haben wir das normale, GoPros, Lichter, Stative, Randnotiz. Also wenn ich jetzt die Summe nicht gleich nehme, dass man das einordnen kann. Man kann Stative kaufen um 50 Euro. Man kann aber auch ein teures Stativ kaufen. Schüttel nicht den Kopf. Schüttel nicht den Kopf. Wir nutzen es ja nur im Studio. Nein, wir nutzen es ja öfters. Man kann es ja überall nutzen, theoretisch. Für mehr Geld, wo man noch schwerere Kameras raufgeben kann. Aber meine Schätzung, jetzt grobe Schätzung, nur Kameras 10 bis 20 und das geht ja nicht einmal aus mit der Dreier. Naja, das ist ja alles schon gebraucht. Ich rechne jetzt den Neupreis, ich rechne Istpreis. Langweilig. Ja, wenn du den Neupreis hernimmst, keine Ahnung, das erste Setup hat 8er gekostet, das neue Setup hat dann 7er gekostet, haben wir 14, plus Klim-Bim-Zeig rechts und links, wirst trotzdem nicht über groß, so zwischen 15 und 20 irgendwo landen, aber wenn du den Neupreis hernimmst. Aber unser Equipment ist relativ neu. Wenn du die Lichter noch mit reinnimmst, dann rechne nochmal einen 10er drauf bis einen 15er. Und ich schätze summa summarum 30 bis 40, was wir in Equipment drin haben. Derzeit. Tja, das. Alles zusammen, wenn du mit Laptop und das Ganze, was du für. Boah, wenn ich den Laptop noch mit dazu nehme, wird es wütend. Ich meine jetzt die schwereren Sachen auch. Das ist ja. Also Kamera-Equipment, was zählst du damit? Ja, Kamera-Equipment. Ja, wenn du das NASA einrechnest, was wir uns jetzt gegönnt haben, alle miteinander. Wollen wir nur anmerken, du hast Netzwerktechnik studiert, aber hast keinen Plan davon. Moment! Nur weil man es gelernt hat, heißt nicht, dass man es kann. Und zweitens, ich bin jetzt seit. Du bist 29, also alt. Boah, du bist so best, du bist so evil. Die Leute werden dir deswegen nicht mengen. Seit 7 Jahren, glaube ich, ich bin seit über 10 Jahren nicht mehr in der Elektrotechnik drinnen. Also ich muss es nicht mehr kennen. Hat sich viel verändert.
So viel ins Negative, aber es hat sich verändert. Ich habe keine Ahnung mehr davon, Alter. Das ist wie, wenn man Latein lernt und es nie macht, das kennst du ja nicht mehr aus. Wie viel verdienst du mit YouTube? Im Monat? Im Jahr? Beides. Selbst ich habe nachgeschaut. Du hast nachgeschaut? Oha, kontrollierst du jetzt auch wieder die richtige Antwort? Ja. Also, 2023 habe ich einen Gesamtumsatz mit YouTube gemacht von 32.582,13 Euro. Über das ganze Jahr. Nein, nicht Millionen. Wäre geil, aber nein. 32.000 Euro und wir haben produziert overall 630 Videos über alle Plattformen hinweg. Aber da wir nur YouTube monetarisiert sind, kann man sagen, 32.000 Euro haben wir letztes Jahr mit YouTube eingenommen. Obwohl wir Mitarbeiter haben, Büro haben und Co. Also jeder kann sich davon selbst ausreden, ob man da alles damit zahlen kann oder nicht. Vorsteuern. Jetzt kommen wir zu deiner Lieblingsfrage. Ich kenne die Fragen, also wieso ist meine Lieblingsfrage sein? Das ist deine Lieblingsfrage. Hast du schon mal einen anderen YouTuber verklagt? Du bist ein Idiot. Ja, kann man... Verklagt? Nein, verklagst du nicht. Es gibt jemanden... es gibt mehrere mittlerweile schon. Crazy. Die, es gibt... Bist du so bekannt? Wir sind ein Unternehmen, was dafür verantwortlich ist, seriös über Dinge zu berichten. Und das ist unsere Aufgabenstellung. Und der Internet, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das habe ich dir eh schon mehrmals gezeigt und erklärt, auch bei gewissen Fällen. Und du weißt da, wie wichtig Urheberrecht ist. Und genauso ist es wichtig, sich an die Gesetze zu halten, weil wir müssen es auch tun. Und dementsprechend, wenn wir angegriffen werden von einer konkurrierenden Unternehmen und das direkt und das sehr bösartig auch teilweise, natürlich reagieren wir dann drauf. Und natürlich muss ich aber auch sagen, du weißt es selber, wir versuchen immer so harmlos wie möglich und so gut wie möglich darauf zu reagieren. Also wir haben noch niemanden in Ruin getrieben oder sonst irgendwas. Aber ja, es gibt in meinen über 10 Jahren YouTube, wo ich jetzt mache, schon durchaus Fälle, wo einfach da sich Menschen entweder versucht haben zu betrügen, Menschen versucht haben, Dinge zu tun, die sie nicht machen hätten dürfen, oder uns einfach öffentlich Dinge unterstellt haben, die nicht gestimmt haben. Unsexy, aber gibt's leider. Ich rede jetzt nicht von dir mit unsexy, gell? Du wirst nur stöbern, um solche Dinge geht, weil du genau weißt, wie heikel das ist. Aber ja, du darfst alles fragen. Ich weiß, ich habe ein Monster erschaffen. Ich weiß es eh. Ja. Schießen, geschmissen. Was denkst du wirklich über deine Zuschauer? Sind sie für dich nur Klicks und Einnahmen oder mehr? Es ist schwierig zu sagen. Fakt ist, ohne unsere Zuschauer wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Also wir haben ihnen alles zu verdanken. Und deswegen ist mir immer wichtig und es war immer ein Grundsatz von uns und das von Anfang an, einen Mehrwert zu bieten. Das war uns bei den Kurzvideos wichtig, das war uns bei den Langvideos wichtig. Ich will einen Mehrwert bieten und ich will einen Spaß dabei haben. Und wenn sich Leute anschauen, freue ich mich sehr darüber und ich freue mich auch über die Unterstützung und insbesondere über geile Kommentare, weil, was nicht alle wissen, aber wir lesen ja noch immer alles und wir antworten auch auf das meiste, was in Kommentaren steht. Was aber natürlich gibt, es gibt Menschen, die immer alles negativ sehen müssen. Und natürlich kotzt mich das an, wenn ich versuche, etwas positiv zu machen und eine positive Stimmung zu kommen und das erste Kommentar, was drunter steht, ist: Das Moped ist scheiße, weil ich habe was viel Besseres. Naja, was soll es sein? Dann sage ich danke, tschüss. Wenn wir schon mal bei den Kommentaren sind, wie viele Kommentare löscht du? In welchem Zeitraum? Monat. Aber alle Plattformen. Alle Plattformen. Also ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen TikTok-Kommentar gelöscht. Noch nie, weil da einfach so viel Nonsens teilweise drin steht und es mir eigentlich egal ist. Lese ich, aber screen ich. YouTube, ja, was löschen wir? Es kommt voll aufs Thema drauf an. Haben wir ein polarisierendes Thema, keine Ahnung, wie ISA oder Streckensperrungen, löschen wir alles, was so rechts- und linkspolitische Orgemeldungen sind. Berechtigte Kritik lassen wir euch immer stehen, ungerechtfertigte Kritik oder, keine Ahnung, Beschimpfungen löschen wir raus. Und insbesondere, wo ich sehr genau hinschaue, ist, wenn neiche Moderatoren bei uns vor der Kamera stehen, weil die mag ich schützen eigentlich. Weil um die geht's mir ja. Weil die kennen das noch gar nicht so, wie böse das Internet sein kann teilweise. Mir ist egal. Also ganz ehrlich, mir kann man mittlerweile alles ins Gesicht sagen. Ich bin schon alles geschimpft worden in den letzten 10 Jahren. Ja, bist du halt auch schon alt, ne? Ja, danke. Du wirst auch älter. Der 20er kommt immer näher. Das Schlimme ist ja, Jules, dass man ja manche Videos, die er aufgenommen hat, gar nicht sagen darf. Die hat er uns ganz top secret und privat gesagt. Schüttel nicht den Kopf. Ich weiß nicht, von was du redest. Mhm. Mr. Mobile-Fahrer. Legal? Legal. Immer legal. In 4 Jahren werden wir es vielleicht wissen. Ja.
Schau mal, ob er seinen Führerschein überhaupt schafft. Wenn ich sage, meinen Führerschein noch nicht verloren. Einmal ist keinmal, hallo. Ja, einmal ist keinmal. Hast du schon mal Follower gekauft? Und wenn ja, warum? Nein, noch nie, weil das ist der größte und dümmste Fehler, den du auf diesem Planeten machen kannst, weil warum? Warum? Wenn sich das Video keiner anschaut, dann schaut es keiner an, dann machst du halt ein anderes Video. Und das halt so lange, bis du Spaß dabei entweder hast oder es die Leute schauen wollen und einen Spaß dabei hast. Du kannst nicht, und das sage ich dir fürs Leben, nichts langfristig machen, wenn es da keinen Spaß macht. Und Video machen, da merkt man das so intensiv, wenn irgendwer schlechte Laune hat. Nicht in jedem einzelnen Video, aber über die Zeit. Ich weiß es immer, wenn ich so schlechte Lebensphasen gehabt habe, da merkt man richtig, wie die Klicks im Keller gegangen sind, weil meine Videos schlechter waren. Und wenn ich eine gute Lebensphase habe, dann merkt man, wie meine Stimmung höher ist und die Leute einfach das mehr feiern und mehr akzeptieren. Das ist voll arg, das ist wirklich, auch wenn du glaubst, du kannst viel spüren vor der Kamera, das alles geht nicht zum Spüren. Würdest du mit YouTube sofort aufhören, wenn du ein besseres Ja. Schlimm. Ich hoffe, das schneidet da rein. Dann kommt gleich der Deutschlehrer, der mir einen Kurs schickt. Würdest du mit YouTube aufhören, wenn du ein besseres Angebot bekommst, auch wenn deine Fans enttäuscht wären? Na, weil ich habe mir geschworen, dass ich meine Firma erstens niemals verkaufen werde und zweitens habe ich mir geschworen, dass ich das gerne mache und solange ich es gerne mache, mache ich es. Aber, und das ist auch wichtig, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, deswegen bin ich selbstständig geworden, dann mache ich am nächsten Tag was Neues. Und wenn das dann natürlich traurige Stimmung bringt, dann ist es so, ich kenne meinen Gaming-Kanal, kriege bis heute so liebe Kommentare noch immer, nach 10 Jahren, wo der nicht mehr existiert, wo Leute sich noch immer über die Videos freuen und schade finden, dass sie es nicht mehr machen. Aber ich habe es nicht mehr gefühlt. Und da sind wir wieder beim Ursprungsthema, wenn du es nicht fühlst, dann lass es, weil du bist da nicht gut darin. Und es ist egal, in welchem Bereich. Die Frage stellt sich natürlich, welche gemeinen Fragen habt ihr an mich? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Simon wird wieder lesen und wird dann wieder in der nächsten Folge dabei sein. Und da wir heute eine XXL-Folge aufgenommen haben, gibt es einen zweiten Teil in den nächsten Wochen. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und bitte euch! Habideri, Bruder, tschüss! So, seht's mir einmal. Jetzt gehe ich wieder. Jetzt tue ich wieder meine Thumbnails machen.